where my haters, I don't got them, I'm not famous, no. Hey Leute, hier ist Philipp und willkommen zu der Setup-Tour vom Abo-Special. Kann man das hier gut sehen? So? Ja, kann man, denke ich. Also auf jeden Fall. Nicht wirklich viel, also das ist die komplette Ecke. Das ist die Ecke, so. Das Stückchen komplett Gaming-Ecke. Und ja, dann kann man sich halt hier so hinsetzen. Hat so einen schönen Überblick hier über alles einmal. Das packen wir mal weg. Und ja, was sagt man bei der Setup zu alles? Ja, auf jeden Fall, wie man hier sieht, der PC, kann man es gut erkennen, Fokus drauf. Ja, das passt schon. Das sind einfach nur so Armbänder von Gamescom, glaube ich, noch. Aber mit das hier so rum. Es ist, keine Ahnung, was es ist, genau, habe ich nie nachgeguckt. Und von Just Dance 2016. Was ich übrigens auf der Gamescom 2016 damals auch ausprobiert habe, also ich habe nicht nur das Teil. Natürlich habe ich gewonnen, ist ja klar. Dann, keine Ahnung, wir machen mal beim PC weiter. Hier natürlich meine Razer Black Widow Chroma. So, sieht ziemlich sick aus. Warte, wir können ja mal. So. Das ist das, was ich Standard drin habe eigentlich, weil wenn ich dann hier so tippe, dann leuchten die mal so rot. Das ist ganz cool. Dann sehe ich halt genau das, was oben eingetippt wurde. Sozusagen, wenn ich mich irgendwie vertippe oder so, sehe ich das schon direkt so, weil ich bin eher so, der so drauf guckt beim Schreiben und nicht die ganze Zeit so guckt und dann schreibt. So. Also ich kann schon so auf dem Bildschirm gucken und dann schreiben, aber naja.
Ja, dann die Bildschirme, das ist einfach Standard LG Ding, das habe ich mir einfach so von Saturn geholt, der war da so ohne Verpackung oder so großartig, der war halt genau so und dann einfach so schwarzes Papier drum und mitgenommen ab ins Auto. Die Maus, wenn wir schon Tastatur hatten, können wir auch Maus machen. Das ist hier, die hat hier so an der Seite hier die zwei Knöpfe, die extra Teile, also Maus 4 und 5. Und das ist eine Razer DeathAdder, Chroma natürlich, kann man alles anpassen hier so, kann ich Farben wechseln machen und sowas. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel, ich hoffe man kann das erkennen, ja, wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf die Maus gehe, habe ich so zum Beispiel hier für Rust, habe ich zum Beispiel, dass sich das Rot ändert dann. Das da oben mit Rot und das atmet jetzt so Rot, meine ich, habe ich da drin. Ja, ist ziemlich cool. Aber wie gesagt, standardmäßig habe ich das drin. Einfach so komplett grün, irgendwie mag ich das so grün von Razer hier auch, ja, das Logo. Die Sachen, also was im PC drin ist, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, weil das ist schon alles in der Beschreibung immer steht das unten drin. Dann mein Headset hier. Das ist ein HyperX Cloud 1, glaube ich. Und das Mikro ist halt das hier, was ich auch zum Aufnehmen benutze. Das ist halt einfach dieses Headset Standard Mikro und das kommt dann hier unten rein. Das ist falsch herum das Headset, aber das kann man da einfach reinstecken und dann ja halt aufsitzen. Ja, das ist so das, der Main Part hier so. Hier drunter so Platz für Füße und dann kann man halt so rüberziehen. Halt das so über dem Bein so. Das ist ganz cool. Und man kann den ganzen Tisch hier auch verschieben. Also, ja, ich könnte im Prinzip meinen PC überall mit hinschleppen. Der steht auch, das kann man jetzt vom Licht her und so nicht sehen, aber der steht auch auf so Rollen drauf. Also, der kommt dann so mit halt. Ich muss den nicht extra tragen oder so. Da unten haben wir noch meinen Ventilator, den ich im Sommer benutzt habe. Können wir mal ranholen hier. Natürlich auch von Razer, ist nicht draufgeklebt, das Logo. Keine Ahnung, so ein Standard 450 Ding oder so, was auch immer. Auf jeden Fall, hier mein Zweitbildschirm noch. Ich habe keine Ahnung, was das für einer ist. Da steht nur CTX dran. Packen wir mal diese Chips. Hashtag nur Werbung, ne? Auf jeden Fall, trinken auch mal weg. Auf jeden Fall Standard, so ein Zweitbildschirm eben. Den habe ich geschenkt bekommen, deshalb, das hier habe ich selbst dran geklebt, dieses USK 12, aber zum Beispiel die beiden Teile hier, das ist jetzt nicht meins. Den habe ich halt so bekommen, geschenkt bekommen, weil jemand, den ich kannte, das nicht mehr brauchte und ja, ist halt ganz cool. So brauchte ich mir keinen kaufen jetzt. Das trinken wir auch mal weg und hier unten habe ich dann meine Playstation. So geht das. Ja, ist ein bisschen besser, also meine Playstation halt, die ich schon seit Monaten nicht mehr benutze, weil hier fucking bezahlen, um online zu spielen, halt meine zwei Controller und da die ganzen PS4, PS3 und ein paar PC-Spiele da unten noch und ja, das ist eigentlich alles, was da unten so ist, fucking Handy, das ist eine Profi-Aufnahme hier natürlich mit meiner Kamera, die ich vor 20 Jahren oder so mal bekommen habe. Ja, solche Lautsprecherboxen, wenn ich mit meiner Schwester zum Beispiel zusammen Videos gucke hier bei YouTube. Da gibt es ein paar Leute, die wir zusammen gucken auf YouTube, deshalb machen wir das ab und zu. Und wenn ich dann nur über Headset-Ton habe, ist das halt ein bisschen doof. Deshalb haben wir diese Lautsprecher. So, das sind so kleine. Die packt man einfach hier so ein... Ja, hier, da packt man einfach dieses Kabel da halt in den Kopfhörerport rein und dann schließt man das mit dem... Das kann man glaube ich nicht sehen am Video, aber halt in eine Steckdose rein. Und ja, das war's dann eigentlich auch soweit. Sonst halt noch mein Stuhl hier. Das ist so ein lamer Standardstuhl, nicht irgendwie so, keine Ahnung, was Besonderes. Irgendwie nicht so ein High-End-Gaming-Stuhl oder so. Und noch dieser kleine, dann kann man sich einfach mal hier so gemütlich machen und auf dem Zweitbildschirm ein paar Videos gucken. Ja, aber dann würde ich sagen, gehen wir über in den nächsten Teil des Abo-Specials. Viel Spaß. Ja Leute, und damit sind wir beim dritten Teil, nämlich der klischeehaften Dankesrede. Aber ist mal ganz ehrlich, egal ob es klischeehaft ist oder nicht, einfach danke für 1000 Abos und 129.000 plus Kanalaufrufe, also Gesamtaufrufe, wenn man alle Videos zusammenzählt. Es ist insane, einfach, es ist im Vergleich zu den großen YouTubern nur was ganz Kleines, und das machen die vielleicht täglich manche, also 1000 Abos oder
über 100.000 Kanalaufrufe. Die Großen machen das vielleicht manchmal täglich oder wöchentlich. Das jetzt in so langer Zeit. Ich mache das jetzt schon so 2 Jahre. 3 Jahre mache ich Videos. Und seit 2 Jahren erst so richtig, kann man sagen. Weil da habe ich mein PC ja bekommen gehabt. Und seitdem mache ich sozusagen erst richtig Videos. Und seitdem das aufgebaut zu haben, ohne Sub for Sub, ohne Werbung bei anderen YouTubern zu machen, sondern einfach nur Videos raushauen und hoffen, entdeckt zu werden, ist ziemlich cool, dass ich das damit erreichen konnte, vor allem mit einem Spiel wie Unturned, was schon eine große Community hat, aber ich finde, dass die meisten halt aus dem englischen Raum kommen oder so, deshalb haben zum Beispiel die großen Unturned-YouTuber aus dem englischen Raum auch so 200.000, 300.000, 400.000 Abos und so. Und in Deutschland gibt es gar nicht so viele, habe ich das Gefühl, die so wirklich ganz oben sind und sich pur auf Unturned konzentrieren und so ein paar Spiele mal am Rand so raushauen, die so andere Spiele sind. Und ja, es ist ziemlich insane, ich hätte damit wirklich nicht gerechnet, bla bla bla, klischeehaft und so. Aber ich hätte damit echt nicht gerechnet, dass mein Kanal mit solchen Videos und so wirklich so viel Aufmerksamkeit bekommt von Leuten. Und ja, für Leute, die neu sind, auf dem Kanaltitelbild könnt ihr sehen, was der Uploadplan ist, beziehungsweise wann Videos kommen können. Wenn ich Bock habe, dann versuche ich mich an die bestimmten Tage zu halten. Updates kommen wöchentlich, wenn Nelson ein Update rausbringt und es interessant ist, das Update, beziehungsweise wenn da was Größeres drin ist halt. Und ja, links seht ihr dann im Kanalbild da die Spiele. Main Game ist Unturned. COD Zombies bin ich mit am Überlegen noch. Und ja, Indie-Spiele halt. Indie-Spiele sollte jedem ein Begriff sein. Können im Prinzip jedes Spiel sein, von A bis Z, keine Ahnung. Und ja, dann wollte ich nochmal für die Neuen sagen auch noch, wer ich überhaupt bin, weil mir ist das wichtig, dass die Leute nicht nur die Videos gucken, sondern weil sie halt zum Beispiel das Spiel mögen oder einfach Tipps wollen oder so, sondern weil sie auch die Person mögen, die das Spiel spielt. So, ich gucke zum Beispiel nur YouTuber, bei denen ich auch die Persönlichkeit mag. Deshalb, ja, mein richtiger Name, also bei YouTube halt FadeLP, aber mein richtiger Name ist Marcel, könnt ihr mich auch mit ansprechen, habe ich kein Problem mit. Ja, bin momentan 17 Jahre alt, so von Hobbys her ist Klavierspielen, Zocken und Videos schneiden. Ich liebe Videos schneiden, ihr glaubt gar nicht, wie geil Videos schneiden ist. ja, momentan, also zur Zeit dieser Aufnahme, bin ich in meinem letzten Abiturjahr und halt 12. Klasse. Und ja, hab ordentlich mit Klausuren eigentlich Stress, aber ach, das wird bald vorbei sein. Nach den Osterferien, zwischen Oster- und Sommerferien, da wird es richtig schlimm. Wegen Abi-Prüfungen und so, aber ab dann ist es wieder ein bisschen Freiluft. Und ja, dann wollte ich nochmal Werbung für meinem Discord machen, natürlich. Weil ich im Discord-Hype-Squad auch bin, muss ich ein bisschen Discord hier verteilen, ist Werbung dafür verteilen, ist ja klar. In jeder Videobeschreibung und auch wenn ihr auf dem Kanal jetzt seid, auf dem Hauptkanalbild, oben rechts bei den Links ist der Discord-Link, da könnt ihr drauf, da sind auch sehr viele Aktive drunter, zum Beispiel der Fox, der Menesti, der Crazy, der Gamer Lord und der Blauzaun zum Beispiel. Das sind die 5, die so am aktivsten sind, habe ich das Gefühl. Ja, ist ganz schön. Also mir gefällt, wie der Discord, wie ihr auf dem Discord kommt und mit mir reden wollt oder so. Es gibt viele, die da halt so ein bisschen inaktiv sind, einfach nur drauf kommen und ja, halt drauf sind. Aber naja, man kann nichts dran ändern, ist eure Entscheidung, ob ihr reden wollt oder nicht, ne? Aber auf jeden Fall finde ich es toll, dass da Leute drauf kommen und dass wir auch zusammen zocken und auf Server gehen und auch andere Spiele spielen oder einfach mal uns abends hinsetzen zu 5 und da am Labern sind die ganze Zeit oder zu 10 oder 20 Leuten, können wir auch gerne labern, ist scheißegal. Ja, ist. Der Discord ist ziemlich schön, muss ich sagen. Und die Leute, dass ich immer Leute habe unter meinen Videos, die schön kommentieren und so. Das ist sehr schön. Ja, dann gehen wir in den nächsten Teil des Abo-Specials. Ich hoffe, die neuen Leute sind jetzt so eingeweißt ein bisschen. Konnte mich gut bedanken. Nochmal danke. Sehr klischeehaft, aber trotzdem nochmal danke einfach. Und ja, auf zu Teil 4. Jo, und dann einmal für den Menesti hier auf jeden Fall. So, die kleinen Fettis hier immer. Kleinen Wellis. Er wollte unbedingt einen Vogelvlog. Hier ist er. Das ist einmal der Pucki. Der blaue hier. Es ist ganz, ganz gut Zeit zum Aufnehmen, weil die alle reingehen und schlafen. Ne, ist leer. So, Regenbogen-Wellensittich ist das. So.
Ist nicht eine bestimmte Farbe? Ne, Lea. Das ist der Paul, der gelbe hier. Hier, na, Angst. Vor der Kamera, ja. Und die Lucy ist das davon, die graue. Jo. Sorry, auf jeden Fall. Dass die Kleinen immer so am Meckern sind im Hintergrund. Ne? Aber ist ja mittlerweile sozusagen Magenzeichen geworden, ne? Ja. Fein. Lucy ist so die ängstlichste von allen. Paul ist so. Mit dem kann man eigentlich alles machen. Nur vor Kamera hat er anscheinend Angst, ziemlich. Der Lea ist so die älteste, sozusagen. Auch wenn Puki am längsten hier ist, der Kleine hier. Hat einer der größten Schießbuchsen trotzdem, ne? Kleiner. Und ja, Lea, bei denen dominieren halt die Mädels, also die haben so was Sagen. Und ja, die sind ganz süß eigentlich. Und ja, der Käfig ist halt auf so einem, der hängt da so, weißt du? Ja, und ganz süß, die Kleinen. Die nerven immer in den Videos. Guckt sie euch genau an. Nein, wir machen das ja nicht extra, ne? Ganz lieb sonst. Und nein, die nerven abends nicht. Abends sind sie immer schön ruhig, ne? So wie jetzt. Kann man perfekt aufnehmen. Aber Papa kann nicht immer abends aufnehmen, ne, Pucki? Ja, ich würde mal sagen, wir hören auf, ne? Guck mal, ihr habt ganz viel Angst, ja. Und ja, dann auf zum fünften Teil. Ja, und für den fünften Teil dachte ich mir einfach mal, komm, machst du endlich mal ein Giveaway, was du schon öfters mal geplant hast für Meilensteine. Aber die 1000 fühlt sich einfach jetzt wie der richtige Meilenstein an, um mal eins zu machen. Aber damit das alles, damit ihr mitmachen könnt und so, und damit das auch alles schön im Rechtlichen ist, ne, sag ich euch jetzt, wie die Voraussetzungen sind. Einmal, nochmal Dankeschön für 1000 Abos. Zweitens, ja, es gibt halt zwei Anton Gold Accounts. Ihr müsst selber kommentieren, nicht für Freunde oder so kommentieren, weil ihr sollt den Link zu eurem Steam-Profil drin haben. In dem Kommentar, das ihr schreibt unter dieses Video. Unter kein anderes, nur unter dieses Video. Einen Kommentar schreiben, warum ihr das wollt. Also den Preis, also warum ihr einen Gold-Account für Anton haben wollt. Und euren Steam-Namen, also nicht nur den Namen, sondern den kompletten Link zu eurem Profil. Und ja, dafür geht ihr einfach auf euer Steam-Profil, mal rechtsklick drauf und dann Seiten-URL kopieren. Wenn ihr bei Steam seid oder wenn ihr im Browser, zum Beispiel Google Chrome oder so, oder Mozilla drauf geht, dann einfach den Link halt schicken zu eurem Steam-Profil. Dann kann ich nämlich nachprüfen, ob ihr schon einen Gold-Account habt, weil ich möchte nicht, dass ihr reinschreibt, ja, ich habe zwar schon einen Gold-Account, aber ich möchte das von einem Freund haben. Dann sagt eurem Freund bitte, er soll selber kommentieren. Und ja, weil es sollen nur Leute den Preis kriegen, die halt keinen Gold-Account haben und einen wollen. Schreibt aber auch nicht irgendwie, ich guck dich seit du 10 Abos hast oder ich guck dich seit deinem dritten, vierten Video oder so, weil das zählt nicht. Ich guck mir halt wirklich nur an, warum wir den Preis haben wollten. Guten Grund und ja. Zweite Bedingung ist, also erste Bedingung ist, jetzt den Kommentar mit den Kriterien gerade schreibt, die ich gerade genannt habe, schreibt, und zweitens abonnieren. Nur beim Abonnieren ist der Trick, ich muss sagen, dass ihr eure Abos auf öffentlich stellt. Also, dass man, wenn man auf euren YouTube-Namen geht, auf euren Kanal kommt, dass man, wenn man auf Abos geht, also wen ihr abonniert habt, dass man sehen kann, wen ihr abonniert habt. Weil, wenn ich mich da dann nicht sehe, oder wenn ich die Liste überhaupt nicht sehen kann, wen ihr abonniert habt, dann seid ihr direkt raus, weil soll halt nur für Abonnenten des Kanals sein. Ich weiß, dass man einfach hingehen kann, abonnieren kann und dann, nachdem das Giveaway Ende ist, wieder deabonnieren kann, aber soll halt für Abonnenten sein und so stelle ich das halt sicher und ihr müsst das auch öffentlich machen, das sage ich euch extra, damit ich das prüfen kann, damit ihr das wisst, dass ihr das auch öffentlich machen müsst, weil sonst kann ich nicht nachprüfen, ob ihr abonniert habt, und wäre das nicht rechtens, wenn ich das als Kriterium stelle jetzt. Genauso wie ich nicht sagen kann, weil ich das nicht prüfen kann, dass ihr das Video liken sollt. Ich kann das nicht prüfen, deshalb darf ich es nicht als Kriterium stellen. Ihr könnt gerne das Video liken, aber das ist jetzt nicht, müsst ihr jetzt nicht machen fürs Giveaway. Also, ja.
Ja, weil die ganzen YouTuber, die immer sagen, ja, mach die Glocke an und gebt dem Video ein Like, das können die gar nicht nachprüfen, ob ihr das gemacht habt. Das ist komplett Bullshit eigentlich. Aber naja. Ja, also wie gesagt, nochmal kurz zusammengefasst, einen Kommentar schreiben, warum ihr den Preis gewinnen wollt, mit eurem Steam-URL, also einen Link zu eurem Steam-Profil. Ich adde euch dann, wenn ihr gewonnen habt, und ja, schenke euch das dann als Steam-Geschenk. Oder wenn das nicht geht oder so, dann schicke ich euch das Steam-Guthaben. Und da, weil man kann seit dem letzten Update bei Steam, das passt perfekt zum 1000 Abo-Special, kann man nämlich auch Geld verschicken, also Steam-Guthaben verschicken. Ist ganz cool. Ja, und halt Abonnent sein. Und ja, das war's dann eigentlich auch wirklich mit dem Video. Ich hoffe wirklich, es hat euch gefallen, das Special. Und ja. Ich freue mich auf den nächsten Meilenstein, die 2000, falls ihr das kriegt. Das dauert wahrscheinlich wieder noch ein Jahr oder so, aber ja, ich freue mich wirklich. Ich hoffe, ihr habt auch eine gute Zeit auf dem Kanal. Hoffe, euch gefallen die Videos. Schreibt mir gerne Vorschläge unten rein und so. Und ja, ich wünsche euch noch weiterhin viel Spaß auf dem Kanal. Alle, die jetzt neu sind oder neu kommen bei diesem Video oder nach diesem Video irgendwann und das halt als Kanal-Trailer sehen, willkommen in der Fail Happy Community, wenn ihr abonniert habt. Und ja, man sieht sich dann beim nächsten Video. Und damit sage ich nochmal ciao und danke.